Ja, moin Leute und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, für euch ist es nur ein kleiner Sprung bis zum nächsten Video. Bei mir sind jetzt schon Jahre vergangen, bis ich wieder gespielt habe. Nein, Spaß. Sind jetzt schon ein Tag vergangen, wieder, bis ich hier wieder Hand anlegen konnte an das Spiel. Boah, Hand anlegen, boah, voll versaut. Boah, Star Wars versaute Sachen hier. Nein, Spaß. Hab den Controller jetzt wieder in der Hand genommen und mal wieder hier Star Wars reingeschmissen, um zu zocken. Ja, zuletzt haben wir ja hier aufgehört. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, was ich hier jetzt machen muss. Weil wir haben ja nur eben gesehen, da stehen hier Sturmtruppler, da hinten ist irgendein Flattervogel oder was da ist, oder ein Hauptendgegner, ich weiß es nicht. Da oben ist wieder so ein hüpfender Steinbock, so nenne ich sie. Da hinten ist dann wieder ein Sturmtruppler und so. Gehen wir mal hier oben hoch. So. Da bewegt sich nichts. Ja, das wäre ja auch zu einfach. Läuft. Ich bin hier von da gekommen. Hier ist noch alles rot. Ich kenne mich. Oh. Ja gut, so kann man es auch machen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Stimmt, das wird ja mit diesen Dingern da ausgelöst. Oh Gott. Wo fährt der mich denn jetzt hin? Kannst aber auch nichts sehen, ne? Ah, da. Okay. Wo bin ich jetzt denn? Ich habe mich schon auf die Sturmtruppler eingestellt. Jetzt bin ich wieder, bin ich wieder ganz woanders. Ach nein, jetzt bin ich hier wieder. Oh Gott. Hä? Wieso fährt er jetzt nicht nach unten? Oh Leute, ich dreh durch, Alter. Jetzt muss ich hier runterrutschen. Ich glaub's nicht. Ist das lustig? Ja. Das Problem hatte ich beim letzten Video schon. Ah, oh Gott. Ja. So. Diese Schmach gebe ich mir jetzt nicht nochmal mit dem Fahrstuhl. Und der ist jetzt wieso vor allen Dingen weg. Okay, jetzt kann ich ihn wahrscheinlich auch rufen, ne? Ja, interagieren. Ich hab's gewusst. Ich bin jetzt da nach oben gefahren. Okay, gehen wir mal hier oben hoch. So, weiter geht's. Verdammt. Hui. Heftig. Und das mal eben mit dem Konterangriff. Die ganze Foto abgefetzt. Cool.
ein Echo. Cool. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz begrub sie und sie kam nie wieder raus. Abkürzung freigeschaltet. Ja, cool. Oh, geil. Ich möchte ja schon gerne wissen, was da oben ist, ne? Das ist so geil, wenn ich die zerhäcksel. Oh! Schiff verdammt. Shit, ich habe die Kraft nicht eingesetzt. Oh. Ah. Oh. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da an die Wand. Ja, ach, verdammt. Ach, Leute. Oh. Du bist zu schnell. Nein! Er ist getroffen. Boah, meine Nase bringt mich gerade um, ey. Alter. Wo fährst du denn jetzt mit mir hin? Du fährst nach oben. Was ist da oben? Hey, komme ich da oben ja nicht runter, ne? Oh. Scorpatros muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Ja, das kann ich irgendwie noch nicht. Entweder hat er das noch nicht gelernt oder... Dann fährt er wieder irgendwie nach oben. Habe ich ja nun gar keinen Bock drauf. Nö, komm, wir gehen denn hier hin. Ja, obwohl er fährt nach oben, dann muss ich ja nicht nur hier da hoch, hier hoch springen. Aber gut, egal. Junge. Schade. Oh ja, mit der Fahrstühle weiß ich nicht, ey, wo die mich hinführen. Nachher bin ich da wieder irgendwo komplett am Anfang. Boah. Oh, da ist eine Kiste. Ich dreh am Apfel.
Keule, so nicht. Das Eis, das sieht geil aus. Wo muss ich denn? Hä? Wo wollt ihr mich denn hinführen? Ich kann hier an der Wand langlaufen. Ja, und dann? Hä? Oh! Uah. Oh. Marco, da war noch so ein Windhauch. Geil. Wir werden alle Verräter ausmachen. Ich brauche sie nicht. Du fliehst, Feigling. Ich vollziehe den Willen des Imperators. Was ist das? Was? Boah, cool. Noch ein. Ha. Okay. Oh, es war also was drin. Okay. Aha. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Ja, okay, super. Hä? Okay, jetzt bin ich einmal komplett im Kreis gelaufen. Aber es trifft sich gut. Haben wir gefunden. Braunschuhmaterial erhalten. Ja, da bin ich. Braunschuhmaterial. Oh ja, Moment, da können wir ja mal hinkommen. Braunschuh. Oh Leute, ey. Ey, da gefällt mir das immer noch am besten. Wie sieht das aus, Alter? Nee. Nee. Achso, von da bin ich hergekommen. Ja, dann lass. Ah, der lass Fahrstuhl fahren da hinten. Oh. Ja, gut, das ging daneben. Ist klar. Mann, das gibt's doch nicht. Leute von heute. So, Fahrstuhl Nummer 1, check. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht führt mich das hier zur Lösung. Nur mal gucken. Weil da laufe ich definitiv im Kreis und komme da nicht vorwärts. Dann kann es ja nur eins von diesen beiden Fahrstühlen sein. Schauen wir mal.
Okay. Was Neues freigeschaltet? So, was haben wir denn da? Zwei Fähigkeitspunkte. Oh, es geht langsam los, dass die denn doch mehr Punkte haben wollen. Okay. Zwei Fähigkeitspunkte. Ein. Ach, das ist denn hier so, so Lichtschwert belastet, also für den Angriff, oder was? Aha, okay. Ja, nein. So. Er starb an einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Gut, dann fahren wir mal mit dem nächsten Fahrstuhl. Da kommen wir dann wahrscheinlich da runter. Na gut. Hey, Spear. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Wir suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Puff. Ja, Knorke. Was ist das denn? Obwohl, ich könnte ja mal eben schnell hier meditieren. Dann ist das nämlich gespeichert. So. Cool. Was war jetzt denn? Was ist das? Bin ich jetzt hier gelandet? Oh, da kommt was ganz Großes. Bin wieder ganz am Anfang. Okay, alles klar. Carl, ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs. Hm.
Kann ich gar nicht scannen. Okay. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Servo-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Ja. Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. So, irgendwo war doch auch hier die Werkbank. Konnte ich da rumbasteln, oder nicht? Ja, geil, endlich. So, endlich mal ein Lichtschwert-Upgrade. Mal gucken, was wir machen können. Was ist mit der Farbe? Okay, mit der Farbe können wir nichts machen. Sender. Ja, ich habe den hier. Okay, den hatte ich zu Anfang. Pflicht und Entschlossenheit. Ich glaube, den haben wir gekriegt.
Ja, moin und willkommen zurück. Ja, meine Freundin kam gerade rein, wir haben ein bisschen gequatscht, von daher musste ich mal den Ton ausmachen. Hab aber in der Zwischenzeit, habe ich mir da was Schönes zusammengefriemelt. Das sieht für mich so ganz gut aus. Und was das Ende da hinten von meinem Laserschwert betrifft, ja, weiß ich nicht. Das sieht irgendwie kaputt, ausgefranst, keine Ahnung. Ich denke mal, da kommt noch dieses andere Lasergedöns ran, dass ich beidseitiges Laserschwert habe. Aber wann das kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte ich jetzt hier auf jeden Fall schön upgraden. Ja, von daher. Alles schön, alles gut. Läuft. So. Ja. So. Mal in den Meditationsraum. Ich habe 4 verfügbare Punkte. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt hier erstmal wieder. Wie das Ganze denn weitergeht, sehen wir dann im nächsten Video von Star Wars. Und ja, lass einfach ein Abo und die Glocke da. Dann bist du da up to date. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen nächsten Star Wars Video. Und ja, bleib gesund und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.